Irgendwas mache ich falsch. Ja, die anderen dürfen nicht, weil sonst der Moderator die bannt, ja. Habe ich ihm nie gesagt, macht er einfach. So, ich bin gerade am gucken. Wasser haben wir hier hinten. Strom haben wir auch da hinten. Let's go. Dann kann da noch ein bisschen Industrie bauen. Die Frage ist, wollen die da bauen? Können die dort überhaupt bauen? Oder sagen die, Landwirtschaft ist hier nicht? Doch, die bauen da Landwirtschaft. Die machen da einfach Felder und alles, oder? Na, hier entstehen mehr Kuhställe und Saftpressen, Bäckereien. Also, okay, Landwirtschaft baut auch hier, aber nicht Felder. Felder brauchen fruchtbaren Boden. Hier ist mehr so die Landwirtschaftsservice-Abteilung. So, wir brauchen mehr Gewerbe. Oh, da unten fehlt Wasser. Peinlich. So, dann können wir uns nämlich langsam mal Gedanken machen. Nee, wir sind noch nicht ganz fertig. Gleich können wir uns Gedanken machen. So, dann machen wir nämlich noch hier die Verbindung. Ist irgendwie runter geworden hier, als ich dachte, aber gut. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Wohngebiet, eventuell. Das gibt's doch nicht. Dann halt so. Das machen wir anders, Strike. Machen wir komplett anders. Wir müssen erstmal hier ein bisschen Stadt bauen. Was hast du geahnt? So, dann machen wir hier noch ein bisschen Wohnraum hin und dann ist fertig erstmal. Dann müssen wir uns nach Gebieten umgucken, die wir dann noch erschließen. Wir haben ja ein bisschen Platz, so ist es ja nicht.
So, das hier mal anschließen, dann können wir vielleicht hier noch mal rumgehen. Dann hier noch mal durch und wir wechseln mal einen Radiosender. Wo haben wir die schöne Pianomusik vom letzten Mal? Ah. Die nervt nicht ganz so, die beruhigt ein bisschen. Vielleicht wird dann noch das Streik ein bisschen ruhiger. Ich sag nicht, wir machen keinen Kreisverkehr. Ich sag nur, den muss ich nicht da hinkriegen. So, ich glaube, die Bürger hätten ganz gerne einen Park. Es gibt hier, glaube ich, ganz neu die Parkplätze und damit auch Parkhäuser. Und so ein Parkhaus in der Innenstadt ist doch gar nicht so verkehrt. Müssen wir mal gucken, wo wir das hinkriegen. Das zählt als Parkgebäude. Macht keine Verschmutzung, macht keinen Lärm, kostet keinen Unterhalt ist oder Unterhaltung ist 80, was auch immer 80 ist. Unterhalt pro Woche sind 160, kosten 10.000, eine Parkgarage, in der die Bürger ihre Autos parken können. Zählt aber wohl als Parkgelände. Wobei so wirklich happy sind die Leute hier nicht wegen dem Park. Sie sagen immer noch, der Park ist niedrig. Haben sie das rausgepatcht, dass es Parkhaus Park ist? Heute kam ja ein großer Patch oder gestern. Ich weiß gar nicht wann. Du fragst nicht nach F1 2023 oder F1 23. Das, ich spiele kein F1 mehr. Ich bin durch damit. Das ist jetzt bei EA. Ich boykottiere Electronic Arts. Wenn Electronic Arts irgendwann Paradox kauft, was ich nicht glaube, dass das jemals passiert. Hoffe ich zumindest nicht. Dann habe ich ein Problem. Dann darf ich kein City Skylines mehr spielen. Bin gerade am überlegen, wo haben wir die Schule? Die Schule ist doch hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Schule gebaut habe. Die war in so einem kleinen Eckviertel. Wieso wird die mir nicht strahlend angezeigt? Da, doch, da ist sie doch. Da haben wir die Schule. So, es wird Zeit, dass wir am Ortsrand ein Schulzentrum bauen. Machen wir erstmal so eine Schule. Daneben dran machen wir eine Oberschule. Eine richtig fette Oberschule. Holy moly. So, dann brauchen wir da irgendwie ein bisschen Straße hinten dran. Sonst kriegen wir die anderen Sachen da nicht angeschlossen, die ich dann noch dran haben will. Ja gut, um die Sachen dran zu schließen, brauche ich dummerweise auch diese Felder. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege, was ich vorhab. So, die Schule kriegt einen Tennisplatz, die Schule kriegt ein Basketballfeld. Wo man das hin? Hier. Worlds apart, but so close they can nearly touch.
dry excruciating. If you've actually invested any serious time in finding Mr. Wright, and if you've got standards like I do... Das ist jetzt ein bisschen... Da können wir noch einen Parkplatz hinmachen. Für die Schule. Ist jetzt nur ein kleiner geworden, weil ich nicht genug Platz habe. Genauso auch hier drüben. So eine Art Lehrerparkplatz. Ja, aber Strike bei F1 bin ich halt wirklich durch. Ich habe die Rennspiele an den Nagel gehangen. Ich kann die nicht mehr wegen meinem Rücken. Also hier nebendran müsste doch auch noch Platz sein. Kriegen wir da nicht noch irgendwie was hin? Ne, nicht so wirklich, oder? Doch, hier so. Machen wir da auch noch einen Parkplatz. Ziemlich viele Parkplätze. Ich hoffe, ich kriege das später schön aufgefüllt. Baseballfeld gibt es, glaube ich, auch, aber das gibt es, glaube ich, unter Sport. Prost euch in Strike. Da sind Hotels. Kleiner Platz mit Eiscremestand. Ich glaube, das waren Fußgängerzonen. Ne, das sind Fußgängerzonen. Was ist das hier? Fußgängerzonenplätze. Requisiten, Naturschutzgebiete, Stadtpark, Tourismus, Freizeit. Ich suche irgendwie ein Footballfeld, aber das wird wahrscheinlich in der Sportstadion sein. Ich hab's Konzert-DLC, ja. Naja, da haben wir unser Schulzentrum. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie hilft. Das ist ganz toll. Ich habe diese Felder hier gar nicht markiert für Wohnungen und wundere mich, dass hier keiner baut. So, ich hoffe, die haben Wasser. Die haben Wasser, die haben Strom. Wie sieht es hier unten aus? So, da müssen wir ein bisschen Platz lassen. Wir müssen ja irgendwo noch eine Umgehung hinkriegen. Oh, sie hätten gerne einen Friedhof. Wo machen wir den hin? Ausfallstraße. Hier. Perfekt. Ein Friedhof. Also das Konzert-DLC habe ich. Frag mich aber nicht, wo das versteckt ist. Ich finde ja hier nichts mehr. Schatzsuche gibt es jetzt auch neu. Wir können irgendwie eine Countdown-Uhr aufbauen, die sehr teuer ist. Die ist wohl dafür da, den neuen DLC anzukündigen.
klauen? Das hier. Oder war das für dich ein Clown? Monumente habe ich noch gar nicht. Da haben wir Finanzgebäude, da haben wir Schatzsuche, hier haben wir Wahrzeichen. Fußgängerzonen, Wahrzeichen, Fußball, da können wir Fußballstadien bauen. Das ist Konzerte, das ist aber das ist eine Bühne, das ist kein Clown, oder? Da haben wir ein Konzertgelände, Festivalgelände. Oh, irgendwie reicht's Wasser mal wieder nicht. Vielleicht sollten wir langsam die Autobahn umbauen. Weil mir der Platz für Wassertürme ausgeht. Rohre, nicht Straßen, Rohre. So, und da drüben noch eine Kläranlage hin. Dann passt's wieder für eine Zeit. So, die hätten gerne noch ein bisschen mehr Industrie. So langsam wird es echt eng. Also ich weiß gar nicht, wo ich da noch überall Industrie bauen soll. Ich habe nicht vor, da jetzt ein riesen Industriegebiet aufzuziehen. Mal gucken, was wir so an Rohstoffen haben. Da könnte man Holzwirtschaft aufbauen. Um die Autobahn rum. Oder auch hier hinten. Aber das ist überwiegend auf der anderen Seite der Autobahn oder hier direkt dort, wo die Autobahn ist. Müssten wir die Autobahn umlegen. Es wird immer abenteuerlicher. Was habe ich extra vom Stream noch welche geholt, Strike? Jetzt verwirrst du mich komplett. Ich glaube, wir versuchen es hier mal. Ich bin mir aber nicht sicher, dass es funktioniert. Ich meinte ja auch Wassertürme und Wasserleitungen, nicht Wasser, was ich trinke. Will nicht so, wie ich will. Wir machen hier einfach mal so einen Arm rüber. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Notfalls müssen wir später irgendwann abreißen. Dann ist es halt so. Oder irgendwie umdeklarieren. Guten Abend, gut situierter Rebell. Wieso, was sind das für Kommentare unter meinem Video? Kamen da wieder welche dazu, wo ich schreiend davonlaufen könnte? So, dann markieren wir das hier mal als Industrie. Aber
als Holzindustrie. Natürlich fangen sie hinten an zu bauen, wo kein Strom ist. Kriegen wir das hier schnell verbunden, ohne dass wir groß Trara machen müssen, damit die da nicht meckern? Ja. So, ein Gewerbegebiet. Wo macht es am meisten Sinn, ein Gewerbegebiet zu machen bei so einer Stadt? Lärmtechnisch zwischen denen bringt nichts, weil Gewerbe auch Lärm macht. Es bringt nur schmutztechnisch etwas. Den Platz hier brauchen wir eventuell noch. Da habe ich jetzt kein Gewerbegebiet aufziehen drin. Vielleicht in der Nähe der Schulen, weil Gewerbe und Schulen, das eigentlich sind die nicht so zusammengelegt, oder? Gewerbegebiete und Schulen sind nun mal nicht zusammengelegt. Friedhöfe und Gewerbegebiete auch nicht. Unschön. Vielleicht doch hier unten. Ich sehe schon, wie ich mich wieder einbaue, weil es einfach mehr Sinn macht, hier unten noch ein Gewerbegebiet aufzuziehen. Hallo Ingenieur Captain Awesome. Moin Jungs und Mädels und alles andere. Ja, ich bin am Überlegen, wo es am sinnvollsten wäre, ein Gewerbegebiet aufzuziehen. Dass wir weiter wachsen können. Ich habe halt einen grundlegenden Fehler gemacht. Ich habe eine Karte genommen, die ich echt noch nicht gespielt habe. Weil ich dachte, das wäre cool. Meins ist auch cool. Aber auf die muss ich mich halt erst noch einstellen. So, noch eine Abbiegerstraße gebaut fürs Industriegebiet, um auf die Straße hier zu kommen, denn ich habe da auch noch was vor. Da hinten haben wir ja auch noch Autobahn. Da könnten wir noch einen kleinen Anschluss machen, um auf die andere Seite zu kommen, um auch hier noch ein bisschen Holzindustrie aufzubauen, wenn Industrie noch nachgefragt ist. Nichtsdestotrotz überlege ich gerade, wo zur Hölle baue ich hier ein Gewerbegebiet? Normalerweise würde ich sagen, Gewerbegebiet baut man zwischen Stadt und Autobahn. Aber da habe ich schon so nah rangebaut. dass es hier ein bisschen schwierig wird.
haben wir einfach Industrie zur Autobahn gemacht und ja. So, apropos Industrie, wir können, glaube ich, hier auch noch ein bisschen Gebäude zulassen. Wasser haben die ja da. Und Zone ist es, glaube ich, gerade noch so. Gefährlich. Nicht, dass da auf einmal ein Kohlekraftwerk oder sowas steht. Oder irgendeine Stahlfabrik. Soll schon alles Felder und Co. sein. Also die Stadt hat langsam richtig Traffic. Da müssen wir uns dann auch mal Gedanken machen. Ob das so eine gute Idee ist, dass die ganzen Müllfahrzeuge hier durchfahren, wenn sie auch hier hinten Müll abholen wollen. Ich glaube, es wird langsam Zeit für eine Umgehung. Und mit einer Umgehung hätten wir dann wahrscheinlich auch Platz für Gewerbegebiete. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir mal Autobahn um. Wir haben 226.000. Kann nur schief gehen. Kostet ja nichts. Holy moly. So. Einmal alles weg. Wo haben wir hier normale Straße? Das, was ich jetzt baue, sollte kein Feldweg sein. Das ist ganz schlecht. So, hier muss es doch eine Mitte geben. Geht doch. Okay, rettet die Steine hat heute keinen Bestand. Dafür haben wir nicht genug Platz hier. So, dann machen wir mal da draus. Einbahnstraßen. Wir testen es, Strike. Wenn es gut geht, geht's gut. Wenn es nicht gut geht, dann Pech. Ich habe eh noch ein Problem. Es ist zu nah an der Autobahn. Um es mal ganz deutlich zu sagen, habe ich mich gerade platzmäßig etwas verpeilt. Ich glaube, wir sollten zuerst das andere bauen. Also ich bin noch am Rumtesten. Wir kriegen es noch hin. Wir kriegen es noch hin. Keine Sorge. Dieses Gelocke ist aber auch teilweise ein echtes Problem, wo der überall einloggen will. Ist auch noch zu kurz. Listening to Piano Tunes Radio with me, your host, Kina. Stay tuned. At Sternberger,
our cars are more than just hunks of metal to take you from point A to point B. They are also composed of industrial plastics, polymers and rubbers. We also know it's what in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods cargo. Und dann geht's hier einen Hang runter. Sehr gut. Funktioniert. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances, and we believe that if was ich bauen will, funktioniert so nicht. ich grübel noch. Wir kriegen es irgendwie hin. Irgendwie klappt's. Like to drive a cloud? What does it feel like to steer a river? What does it smell like to smell a mountain? Schön wird, lasse ich mal offen. Das sehen wir, wenn wir es geschafft haben zu bauen. And now we've succeeded in letting you drive the undrivable. The jubilee. Holy moly, wieso muss das Land aber auch hier so sein, wie es ist? Stellt einem echt vor Herausforderungen hier. Wieso macht er das denn nicht? Be reasonable or be fast. Irgendwas verpasst? Ah. Okay, mailbag time with Kina. Let's dive right into our first letter. Our pick of the day comes from Sugar Heart 1. Ich sag ja, mal gucken, ob wir genug Geld haben. Open to love, but sometimes I feel a little empty inside. What if I never find a soulmate to replenish my spiritual well? Oh, I hear you, Sugar Heart. The search can be a little daunting. But love does have a way. You could bump into. Es ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig für mich. Wenn ich das hier anpassen will, dass das hier nicht gescheit funktioniert, sei jetzt. Ja, man kann Kreisel über die Autobahn bauen, man kann Kreisel unter die Autobahn bauen. Ich will hier einen anderen Weg gehen, weil ich den sehr schön fand, als ich den die Tage gesehen habe. Ich weiß noch nicht, ob das hier funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Platz haben hier. Ist halt doch ziemlich eng. Oh, bitte, Spiel. Lass mich mal gescheit snappen hier. Das sieht nicht rund aus, oder? Aber es scheint rund. Ja, aber ich weiß noch gerade nicht, warum. Das ist mein Problem, was ich gerade habe. Ja, ich reiße es nochmal komplett ab. Nee, nee, mit Kreuz wird's rund. Normal wird es mit Kreuz rund, deshalb macht man ja das Kreuz in die Mitte. Das funktioniert. Wieso ist das auf einmal so groß? Irgendwas verpasst? Ich glaube, das war das Problem, warum das so eilig wurde. Jetzt hat es 4x4 auf jeder Seite. Jetzt müsste es gehen. Das müsste rund sein.
So.